Katharina von Hebel, wir haben heute auf der Tagung viel über Zukunftstrends, Digitalisierung gesprochen. Wie digitalisiert ist denn dein Betrieb Ford? Also wir haben natürlich aufgrund der Vielfalt des Unternehmens auch unterschiedliche Digitalisierungsbaustellen. Natürlich im Produktionsbereich hält die Digitalisierung Einzug, das Stichwort kollaborierende Robotersysteme, aber auch in anderen Bereichen, in der Logistik oder auch in den klassischen Verwaltungsbereichen, in der Produktentwicklung oder auch durchaus in der Ausbildung. Wir haben ja auch viel über die Konsequenzen für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gesprochen. Wie verändert denn Digitalisierung die betriebliche Mitbestimmung? Also wir müssen sicherlich schneller werden in der betrieblichen Mitbestimmung, weil die Geschwindigkeit nimmt enorm zu und wir brauchen halt schnellere Entscheidungen. Wir brauchen andere Entscheidungsformen, wie zum Beispiel mehr Beteiligung. Wir müssen auch die modernen Medien viel stärker einbinden. Letzte Frage. Wie sieht es denn aus? Welche konkreten Regelungen habt ihr denn im Betrieb, die mit Digitalisierung zusammenhängen? Also wir haben also ganz aktuell jetzt eine Betriebsvereinbarung Mobilarbeit abgeschlossen. Die wurde 6 Monate in 5 verschiedenen Bereichen pilotiert. Das Ganze wurde wissenschaftlich begleitet, auch eine neue Form von Gestaltung von Betriebsvereinbarungen, ausgewertet nach Interviews und leicht modifiziert, jetzt flächendeckend eingeführt. Das ist ganz aktuell und ganz neu ist auch, dass wir zum 1. September nächsten Jahres einen IT-Beruf ausbilden, auch völlig neu. Also so, das ist das breite Spektrum und natürlich das Thema des Datenschutzes, sowohl für Mitarbeiter als auch natürlich unternehmensseitig, wie wir uns da aufstellen. Also das sind nur 3 Beispiele jetzt auf die Schnelle. Dann danke ich auch für das Gespräch.